Herzlichen Glückwunsch. Das war jetzt aber eine ganz spannende Geschichte mit dir hier. Ja, wir haben es uns echt selber schwer gemacht. Vor allem in der ersten Halbzeit in der Abwehr. Wir kommen nicht aggressiv nach vorne und kriegen dafür zu viel leichte Tore aus dem Rückraum. Zweite Halbzeit, ich denke, weiß eigentlich nicht, also, ob es jetzt vorne oder hinten ein bisschen gehakt hat, aber ja, es war gleich auf, es hätte das Spiel in beide Seiten gehen können, also, wir hätten verlieren können, jetzt das Wetter unentschieden, jetzt haben wir glücklich gewonnen und genießen wir es einfach mal. 25-24, erstes Heimspiel, erster Heimsieg, so kann es weitergehen. Ja, klar, also wir können von mir aus immer mit einem Tor gewinnen, das sehen wir am Ende ganz oben. Mir ist aufgefallen, von Rückraum rechts heute war wenig. Wie kam das? Das kann ja nicht immer gut klappen. Also, Bodo hat aber heute seine Sache sehr gut gemacht im Rückraum rechts. Hat da ein paar wichtige Aktionen gehabt und das war in der zweiten Halbzeit völlig in Ordnung. Erste Halbzeit gut, hat es da nicht so gut gemacht, aber das kann nicht immer überall klappen. Am Ende der Sieg, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Christoph, herzlichen Glückwunsch. War eng, aber am Ende der Sieg und das zählt. Das zählt, ja, aber heute sind wir die mit einem Lächeln auf den Lippen dastehen, weil wir das erste Heimspiel gewonnen haben. Aber ich muss der HSG Wetzlar meinen größten Respekt aussprechen und ich muss sagen, es ist bittersüß irgendwo. Also die Jungs tun mir leid, die haben ein aufopferungsvolles Spiel gemacht, haben bis zur letzten Sekunde gekämpft und dann so einen Lucky Punch so zu verlieren, ist immer ärgerlich. Aber natürlich freue ich mich natürlich, dass wir die ersten zwei Punkte haben. Manchmal ist das im Leben so, in diesem Fall für uns, für den TBV Lemgo. Atemberaubender Einmarsch heute mit der Leinwand, mit dem Beamern. Konntet ihr das ein bisschen genießen als Spieler? Ja, ich genieße das sowieso immer. Und ich glaube, es ging ein Ruck durch die Mannschaft, aber man hat gesehen, dass wir ein bisschen verkrampft waren. Darauf hat Wetzlar heute auch ein bisschen spekuliert. Wir hatten natürlich den Druck, das erste Heimspiel gewinnen zu müssen. In Mannheim ist es ein bisschen schief gegangen, aber ich glaube, wir haben den Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen dort. Und deswegen, wir standen unter Druck heute. Das war so ein bisschen deren Trumpfkarte. Aber der Einlauf war natürlich toll und die Unterstützung der Fans war natürlich auch wieder sensationell. Aber ich fand, die Vorbereitungsrunde war überragend. Ja, klar. Vorbereitung ist aber das eine. Und sobald es losgeht, da geht es halt um Punkte und ums Überleben. Ja. Und dann da kommt dann die Anspannung dazu. Eine Vorbereitung ist auch Handball auf hohem Niveau, aber es ist halt, wie du sagst, Vorbereitung. Und wenn es dann um Bundesliga-Punkte geht, dann kommt vielleicht ein bisschen Existenzangst dazu. Man weiß, man kann mit 0-8 Punkten starten. Dann ist der Druck da, die Erwartungshaltung ist hoch und dann bekommt man in der Bundesliga nichts geschenkt. Aber wir haben vom Mannheim-Spiel schon gesagt, dass Erfolg kein Glück ist irgendwo. Und wir haben gut gearbeitet, wie du gesagt hast, in der Vorbereitung. Und deswegen glaube ich, dass heute irgendwo auch das Glück des Tüchtigen war. Aber natürlich, das bisschen Bittere für die HSG ist natürlich dabei noch. Nächste Woche Donnerstag wieder ein Heimspiel. Ja. Der VfL Gummersbach wird anreisen. Ja, ist natürlich schwierig. Wir müssen am Dienstag erstmal in Kiel spielen. Müssen uns da eigentlich auf Gummersbach vorbereiten, kommen in der Nacht zurück und haben Mittwoch eine Trainingseinheit, um gegen den VfL zu spielen. Aber wir suchen jetzt noch keine Ausreden oder wir suchen allgemein keine Ausreden. Wir wollen wieder begeistern hier in Lemgo. Wir haben uns wieder was vorgenommen, interne Ziele gesteckt, was die Heimspiele betreffen werden. Und da haben wir heute den ersten kleinen Schritt gemacht. Und am Donnerstag soll, nachdem wir hoffentlich ganz gut in Kiel performt haben, der zweite Schritt folgen. Wir drücken die Daumen in Kiel, freuen uns auf das Heimspiel am Donnerstag. Dankeschön. Mach gut. Ja, Mensch, das ist ärgerlich, oder? Ja, viel Erfolg, Lemgo. Das war ein gutes Wurf von Onfern, letzter. Aber ich denke, der war ein gutes Spiel von uns hier auswärts. Aber wir hatten viele technische Fehler in der zweiten Halbzeit. So, ja. Also es war eigentlich bis zu den letzten Minuten hier offen. Ja. Es sah ja aus, könnte unentschieden werden. Ihr wart meines Erachtens immer gut dran. Ja, und dann am Ende war es dann vielleicht auch Pech, oder? Ja, klar, wenn wir haben einen Fehlwurf in den letzten Minuten. Wir versuchen zu unterschieden. Aber das ist so kleine typische Sache wie in Abwehr und Angriff. Aber wir versuchen blocken Van Olfen, aber er macht da gut und er macht Tor. So. Wie ist denn für euch die Vorbereitungsphase gelaufen? Ich denke, Vorbereitung war gut. Wir haben viel trainiert und gutes Spiel gespielt. Und dann wir hatten erste Sieg in der Bundesliga letzte Woche. Jetzt unsere erste Verlieren. So, ja. Schauen wir kurz nach vorne, wie geht es jetzt weiter im nächsten Spiel? Nächstes Spiel, Dienstag gegen Magdeburg. Super tolle Mannschaft.
Aber wir waren näher letztes Jahr, die gleiche hier. Wir hatten 27, 28 und dann wir haben einen Fehlwurf und dann wir machen ein Tor und gewinnen mit 2. So. Ja, wir müssen nur weiterarbeiten im Training. Morgen habe ich frei, Regenerationstraining und dann weiterarbeiten. Alles Gute, danke dir. Ja, danke.